am einen Donnerstag. Und jetzt hier die Kappe und lernen Priscilla kennen. Was erwartest du in diesem Klima? Hi. Ach, war schon schön. Ja. Oh, Scheiße. Ach, ich weiß es auch. Oh. Eisvogel. Woher kommt der Name? Das war Meister Rittersporns Poesie. Der Eisvogel putzte sich prächtig heraus, fiel in die Latrine. Das Märchen ist aus. Kennst du das nicht? Doch. Und auch das über Prinzessin Annie ertrunken im Fluss Fanny. Jedenfalls sind Poeten und Freunde der Literatur im Eisvogel besonders willkommen. Die größten Literaten der Gegenwart treten hier auf. Was gibt's denn heute? Oh. Bis dann. Wow. Willst du mich verarschen? Ein Major. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Thank you.
Herz abermals aufzuspüren. Durch Zorn und Trauer in Eis verwandelt, lass mich deine kalten Lippen küssen, schmelzen. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rabenschwarze Locken, deine feilchen Augen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte, als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich rabenschwarze Locken, deine feilchen Augen von Tränen nass. Bei Danny blieb gerade kein Auge trocken. Da muss selbst die Irre der starke Mann schlucken. Den kenne ich! Schön für dich. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Geralt kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Die dumme Alte. Ich kann mir vorstellen, das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Was? Nicht hier. Kommt mit. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolvens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne.
Dieser jemand. Hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. So typisch Rittersporn. Anscheinend. Ah. Wolf, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer Kolonie von Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Ja. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Räufen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke, wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räufen. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räufen hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Wollte ich gerade sagen. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Das Lied war doch hart. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das Lied war doch schön. Tja, ich habe hier nichts zu tun. Mann. Ich gehe wieder ins Großmarkt. Geh! Sultan, geh rein. Mal gucken. Eine Partie gewinnen. Da sage ich nicht nein. Los. Spielen wir. Ja, die anderen kann ich auch nicht spielen. Und er spielt mit Squirtle. Ach du Scheiße. Hätte ich eine klirrende Kälte. Verdammt, ich hab die abgelegt. Nein! Blöd. Okay.
Das Problem ist, gut, er hat eine neue Karte. Weil ich nicht mehr schlafen kann und frei habe. Oder frei habe und nicht mehr schlafen kann. So. Ich habe wohl gewonnen. Verdammter Schock angesichts deines Anfängerblatts. Hier, nimm diese Karte. Du brauchst sie. Ich hätte einfach meinen Achievement. Du solltest dringend deine fürchterliche Sammlung verbessern. Du brauchst mir keine Schande zu machen. Ich habe ja Rittersporn. Vielleicht kannst du deinem Freund Roche was aus den Rippen leiern. Der hat angeblich gute Karten. Den hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Gott, bitte, Ben. Bitte. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Willst du mich betrunken machen, werter Herr? Das ist so schön. Also Rittersport ist lecker, ja, aber dieser Witz war gerade so. Ah. Gesicht. Ach so. Es wirkte aber wie so ein schlechter Witz. Ja, ist so. Das stimmt allerdings. Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst.
Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Hallo, Tana. Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Freundschaft. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Keiner kennt das so gut wie du, Wexler. Hey! Dumme. Schnitz. 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 Au. Was? Sonst klicke ich. Oh, der will ich doch sowieso später. Gut. Gucken wir mal weiter. Was? Was gibt's hier noch? Auf der Fährte. Das muss ich auch noch Skelege für. Auftrag mysteriöse Spuren. Ich kann nicht immer nur die Hauptquest machen. Oder auch mal den Quest machen. So, komme ich auf den Weg zu diesem Menschlein? An Fragezeichen vorbei. Bitte sag mir ja. Ja. Aber. Ich muss vorher die Quest abholen. Mag hier auch den Weg, Kessnäcker. Aus welchem Dorf kommst du? Walden. Chimerien. Das muss eine Verwechslung sein. Was ist das denn auch? Du bist hier der Einzige, der was verwechselt. Geh mit den Kronen. What's going on here? Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Nein, ein Hexer. Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Ihr macht hier den Fehler. Lasst ihn in Ruhe. Und wenn nicht, was dann? Dieser Mann ist die Mühe nicht wert. Sein Laden ist überschuldet. Du hast recht. Er sieht richtig verarmt aus. Da muss ich widersprechen. Keine Ahnung, warum ich den Kerl behelligt habe. Entschuldigung und auf Wiedersehen. Ich muss Zähne putzen gehen. Ich muss Zähne putzen gehen. Alles klar, läuft. Geh nach Hause, Kaufmann, und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Ah, toll. Naja, Gerald, manchmal bist du... Pass auf, Penner! Novigrad ist nicht dein Revier. Was für Zeit. Ach, Gerald. Geraldine. Geraldine. Was Weg?
Von Geralt, Levitcha, Chuck Levitcha, was? Völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Hallo. Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen, Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skelligern. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns! Wirf die Rabauken raus! Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Na gut. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. Meine Achseln stinken erbärmlich. Ich fühle mich sicherer, wenn du bei mir bist, Hexer. Moment. Für die Quest hier. Für die Quest jetzt schnell. Für die Nebenquest. Bestimmt. Jetzt darf ich auch so. Morgen. Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken? Sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Nimm deine Freunde und geh. Und zwar höflich. Ja, Leute, Zeit zu gehen. Die Klinge ist also nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt. Jetzt einmal raus hier, jetzt einmal raus. Verlaubter Schwarze! Hey, Ruhe, ich bin der Schwarze. Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Das ist wunderbar. Leb wohl. Nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ja. Scheiße. Schweren. Ach, ich weiß es auch. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Oh, interessant. Rocket League. Ja, alles klar. Wartet mal.
Entschuldigung, hat gerade an der Tür geklingelt. Oh, wo müssen wir hin? Und was machen wir auf dem Weg? Ah, da ist Plätze. Okay, wir müssen da hin. Und würden aber gerne auch ein paar Fragezeichen mal wieder machen. Ich zumindest. Das ist nicht besonders nicht. Das Fragezeichen, dann das. Dann gehen wir da hin und dann gehen wir noch da. Genau, so ist der Plan. Ob ich das wieder überhaupt besiegen kann. Obwohl, was mir da einfällt, das ist ein nettes Messer auf dem Tag. Komm her! Komm her! Komm her! Mongo! Mongoloider Hure nur! Möchte da noch einer? Ja, du Mongoloide. Ja, komm her, du Dreckshöhle. Einziger Vorteil ist, dass ich trotzdem ein paar XP bringe. Schmeckt dir das Silber?
Komm her. Steine werfen ist unfair. Kommt her! Okay, nochmal, wer hat noch nicht? Blaues Auge ins Gesicht. Hier soll wohl angeblich. Anscheinend ist er doch nicht da. Naja. Anscheinend zeige ich wieder wahrscheinlich. So. Abgefrühstückt. So. Rest. Nein. Zack! Hingerichtet. Next.
Was jetzt? Alter Transfer. Leck mich am Arsch da. Wie lag du alter Bastard? Wie nett. Ich weiß, wo du das Geld herkriegst, um deine vielen Schulden abzuzahlen. In Velen. Manche Dummschwätzer sagen zwar, die Sümpfe wären kein Furz von einer alten Sauwehr. Aber glaub denen nicht, Kumpel. Die können Scheiße nicht von Zucker unterscheiden. Ein Mensch kann da ein Schweinegeld machen und ein Zwerg. Sogar doppelt. Garantiert. Ich verrate dir wie. Als ich vor einer Woche oder so durch Wien gekommen bin, sind mir ein paar gut gekleidete Tote aufgefallen, die dort im Wald verstreut waren. Ihr Hab und Gut unberührt. Flüchtlinge, die vor dem Krieg weglaufen. Und wer zuerst bei ihnen ist, kann sich ihr Zeug unter den Nagel reißen. Was stehst du, Kumpel? Schnapp dir eine Truhe, schwing dich über den Ponta und befreie diese Toten von ihren Ringen, Halsketten und all dem anderen Zeug. Ein anderer Schlaufuchs tut, bevor es ein anderer Schlaufuchs. Aber vergiss nicht, eine scharfe Axt stets am Gürtel zu tragen. Denn Wählen will mit von Monstern. Aber sei es drin. Es geht um die gute Sache. Deine Taschen zu füllen. Dein ewiger Freund. Ah! Nein, warte, Eden.
schmeckt dir das Silber? So, einfach geht das. Oh, da kann man sterben. Ja, ich kann nichts dafür, wenn ihr so frech seid, ihr kleinen Tüllen. Den gibt's halt was auf die Nuss. Da seid ihr selber. Bist du heftig? Oh, Trophäe. Finesse. Gucken wir mal, was das für eine Trophäe ist. Töte im Kampf 5 Gegner ohne Schaden zu nehmen. Okay, das waren aber nur ein paar Hunde. Trophäe, sag ich jetzt nicht nein. Ah, Neuwertal. Noch einer? Verschwinde! Ihr Hexer macht nur Ärger! Was willst du? Faust Maul, kannst du haben. Bist du taub? Ab mit dir, verwünschter Mutant! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der Euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach seinem Preis. Aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Und was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie? Oh, ich ertrag's nicht. Ich bring diesen Hurensohn um. Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Was sollte sein Preis sein? Ein Hexerbalg. Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank. Noch mehr von euch und wir sind verloren. Aber dieser da, der hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Ah, komm, wir machen das zuerst. Halt da. Machen wir jetzt zuerst. Gestern zum Reisigsammeln über den Weg gegangen. Ein Scharlatan. Vor allem, er bringt den guten Ruf der Hexer in Verruf. Also guter Ruf in Anführungsstrichen, ne? Ach, komm her, du Pissnäcker. Komm her, komm her, komm her, komm her.
Interessant. Ja, findest du? Ich nicht. Danke. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Ja, wäre eine Idee, ne? Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Stell dir vor. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Na komm. Das Monster war wild. Es brauchte zwei Hexer, um es zu besiegen. Das ist eure Sache. Der da wollte kein Geld. Also gibt's nichts, worüber ihr euch streiten könntet. Natürlich. Dieser Hexer hat also die traditionelle Belohnung verlangt. Ein weiteres heiliges Hexerprinzip, das man kennen sollte. Ja? Nämlich? So ein Hexer, der Hilfe eines Bruders bedarf, muss er sein Medaillon in der Erde vergraben und damit seinen Handel widerrufen. Alsdann muss er ein Jahr lang für den Dorfältesten schaffen. Ihr könnt ihn jetzt hinbringen. Oh, ein Hexer wiegt gewiss zwei normale Arbeiter auf. Mindestens zwei. Lebt wohl. Nein, ich will nicht nach Skellige. Wie wäre es mit einer Partie Gwent? Was?
Apart. Ich bin mal abholt. Geht auch nicht. Sieg. Wir haben eine Karte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich gerade getan habe, aber... Gestern ist um Reif sich sammeln in den Wald gegangen. Oh. Was denn? Ich bin wegen des Auftrags hier. Hast du eine Ahnung, was für ein Monster es ist? Nein, aber es muss ziemlich groß sein. Es hat ein Dutzend Wölfe gerissen und ausgeweidet. Aber das meiste hat es übrig gelassen. Das heißt, dass es aus Bosheit tötet. Nachts hört man es wild heulen und bellen. Die Leute trauen sich nicht mehr in den Wald, obwohl das Dorf hungert. Gut, ich kümmere mich darum. Das Glück war uns hold, als es dich hergeführt hat. Gute Jagd wünsche ich.
richtig groß. Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Oha. Ich muss einen anderen Weg finden. Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Die Frage ist berechtigt. Noch eine Spur, aber sie ist zu klein für einen Bies. Die haben beide viel Blut verloren. Pfotenabdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Pfotenabdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Blutige Feldstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Ein Short, das muss es sein. Hat wohl mit dem Bies um sein Territorium gekämpft. Ich muss ihn irgendwie herlocken.
Oh, muss man meditieren. Oh, weil ich meine Schuhe anbauen. Geschafft. Das müsste die Aufmerksamkeit des Shorts auf sich ziehen. Den Geruch dürfte es meilenweit riechen. Die Bestie taucht garantiert auf. Ich muss nur in der Höhle warten. Ich sehe, das ist nicht so ein Scheiß. Jetzt schon wieder. Was wird? Komm schon. Wie die Banditen sagen. Brüllaffe. Ey! Mist genug. Stirb. Schon besser. Dieser Handschuh. Oh. Ja, das sieht schon dezent eklig aus. Ich weiß genau, wie er wieder macht.
Was denn? Was denn? Im Wald in der Nähe war ein Short. Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Short, ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Paktieren sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist. Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Danke. Pass auf dich auf. Hast du was Interessantes? Nee. Leb wohl. Wenn irgendwo Erfahrung. Kostümse schon kritische Treppe, plus aber nur ein. Naja, ich bleib mal. Ne? Schützenresistenz, Durchbohrungsresistenz, Erschütterungsresistenz, Chance, Schaden zu reflektieren. Durchbohrung, Zerschmettern, Aufschützen, Verbrennen. Was?
Was? Hast du was in... Leb wohl. Ups, das hatte ich doch nicht. Ich würde gerne ein paar Fragezeichen machen, muss ich gerade gestehen. Dann hole ich mir mal hier hinten das Schleppenbrett. Oder anders, genau. Macht einen Schatz. Warum ich das mache, weiß ich gerade selber nicht. Einfach weil ich es kann. Okay, weil ich sonst wüsste, ich muss über den Hügel hinkommen. Ist mir ehrlich gesagt zu doof. Warum würde er mich immer nach Skellige schicken? So. Aber das könnte. Versuchen wir nicht mit diesem. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Sehr gut. So. Ich gehe jetzt den Enkel.
Alter, du Mongo, du. Alter, du Mongo, du wieder. Fisch, Börner. Lang genug das Leben zur Hölle gemacht, Arschloch. Aber diesen Triumph muss ich speichern. Meine Waffe kaputt. Ich mag es nicht, wenn meine Waffe kaputt ist. Thank you.
Oh, 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 oh. Autsch! Ich will ja auch noch hin. Mann! Nein! Junge! Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Abenteuerlicher als erwartet. Das Gefühl, ich sollte mal lieber speichern, bevor ich mich hier auf die Fresse packen.
Mann. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh mein Gott. Schon lange nicht mehr. Blätter! Wo ich jetzt hin? Das Gefühl, ich bin hier jetzt im Quatsch. Komm schon! Mann! Stell. Ach, Geralt, stell dich. Mann, und pack das scheiß Schwert weg! Hallo! Das zum Kotzen finde, wenn der die Klinge nicht wegpackt. Sterben will, kommt her.
Lauf! Dann pack die scheiß Klinge weg, ey. Oh, hier will was kämpfen. Komm, put, put. Wow, 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 Gott. Neue Runde, neues Glück. Du hörst ein Schild. Feier dich auch. Irgendeine Krankheit sucht mich heim. Vielleicht habt ihr. Ja, so gut. Hey, Arschloch. Oh, eigentlich muss ich nicht so. Well. Ha! Mein Befreier und Beschütt! Ich hätte gern, dass du mir etwas anfertigst. Die gebrauchen? Nee, treiben. Oberkörper. Nee. Warum? Das Monster Essence. Aha. Könntest du anhand des Schemas eines Meisters eine Rüstung anfertigen? Nein, das kann keiner hier. Außer... da war doch jemand. Außer wem? Da war ein Kerl. Fergus. Ein Zwerg. Er hat hier sogar eine Weile gearbeitet. Zusammen mit seiner Helferin.
Was ist aus ihm geworden? Sie waren gut in ihrem Fach. Also sind sie zum Krähenfels umgezogen. Bei den Männern des Barons wird es ihnen an Aufträgen nicht mangeln. Im Verlauf kennen wir ja schon. Gwent, spielen wir. Was sagst du zu einer Partie Gwent? Und jetzt, warte mal, er fickt mich richtig, ey. Boah, ich hasse es, wenn ich anfange, muss ich gestehen. Oha. Bin ich nur, weil ich ja stark. Oh, er spielt mit Monster nicht abverkackt. Elender Mongolit, Alter. Elender. Sieg, zwar gibt eine gute Karte. Schwalbe. Ja.
Oh, sind wir schon drauf? Sehr gut. Aber gruselig. Willkommen, willkommen. Hat dein Maul, hat dein Maul. Was hast du denn da? Bis dann. Komm erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst. Erstklassige Schwerter. Ja, nicht. Zeig mal, was du anzubieten hast. Bis dann. Plus 2 1 Vitalität, plus 10% durch Unterstützung, plus 10. Das war. Okay, die andere. Die neue Technik ist besser. Rüstung. 5, 5, 5, 5. So, wir gehen wieder die Gabel ablegen. Erstklassige Schwerter. Mal ja, die Klappe. Zeig mal. Oh, schön führt er. Weil da nichts von dir gebrauchen kann. Ne? Bis dann. Wunderbar, Professor Slavko Atemstein wird wütend sein. Die erste Karte habe ich bei einer Partie gewinnvoll und die zweite wurde mir gestohlen. Jetzt sind wir einer harten Nacht im Casino, der was unpicklich war. Ich kann nicht mit leeren Händen meinem Lager nähe des Grabes oder Buckelhügel erscheinen. Sonst wird mich der Professor auf der Stelle visizieren. Aha. Die vier neuen Orte, die ich auf dieser Karte vermerkt habe, werden mir vielleicht vor seinem Zorn schützen. Tagebuch des Hexers Georg. Als ich das Gerücht über den Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Wehe. Leider. Oh,
Ja, ich bin jetzt gerade vor zum Lesen. Ja. Egal. Als ich das Bericht über den Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Wien. Leider wurde von den Präfekten von Gors Wählen von meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meine Expertenmeinung in einem rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schiffbrüchen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückzuführen war. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstete, nicht so wichtig wie blockierte Handelsrouten. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel um den einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut an die Fersen des Drachen heften. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter den Sturmsee Zuflucht gesucht haben. Klug. Doch waren sie nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen, und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Mir blutet das Herz bei dem Gedanken daran, was für ein Wissen über das Erlenvolk in diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstungen. Doch genug davon. Augenzeugen haben berichtet, helle Schuppen, Hüfthöhe 2 Klafter, Länge 5 Klafter, aber Addendum, geschätztes Gewicht rund 14 Quintal, ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in seinen Drachenlungen zu halten. Fazit, wir haben es mit einem grünen Lamm zu tun. Beginne mit der Jagd. Stark verbleichte Notizen von Hieronymus zum Hexer Elgar. Elgar hat Schemas zum Verbessern der Wolfenschule ausgesucht. In 3 verschiedenen Höhlen in der direkt südlichen Umgebung Kermorhen hinterlassen. Er hoffte, zukünftige Hexergenerationen möchten in der Stunde der Not finden. Ja gut, da befindet sich noch kein Mord hin. Genau dafür. Huch, aua. Oh mein Gott. Das. Ich will nochmal manche Fragezeichen machen. Was will denn da getötet werden? Ja, was will denn da getötet werden? Scheiße. Das ist nicht schlecht.
als der andere. Nein, gut. Warum passt die Tür nicht? Nein, da ist noch einer. Ich muss das Sterben nicht stehen. Meine Güte, liebe Pilgrim. Oh, damn, that's cool. Oh, no, 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 you get fucked out of here. What? I'm gonna come Wird mich doch verarschen.
Da ist das dann auch noch was. Sorry, ich muss das versuchen. Da ist die Nacht, nehme ich nach Wasser aus! Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Komm ich da jetzt wieder hoch? Und speichern. Ups. Ah, war das geil. Yep. Das war gerade herrlich. Okay. Die Frage. Wie kommt man denn da rüber? Soll ich wieder auf die Frage packen? Nein! Ah, oh, fuck, genau daneben gesprungen. Blöd. Ah, ich denke, das reicht auch. Genug gestorben für heute. Jetzt, vielleicht komme ich halt da nochmal. Also dann. Vielen Dank. Tschüss.
Haut rein.